Was geht und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und in diesem Video soll es mal wieder um eine neue Kooperation zwischen Fortnite und jemand anderen gehen. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon mitbekommen, die Avengers waren dran, dann war jetzt John Wick dran und ohne dass wir Pause machen, Leute, vor 24 Stunden ist die Kooperation mit John Wick zu Ende gegangen und Epic Games macht keinen Halt, macht direkt weiter und es scheint so, als wenn fast jede Firma mit Epic Games zusammen kooperieren möchte. Und welche Firma es diesmal ist, habt ihr vielleicht sogar schon im Titel gelesen. Nichtsdestotrotz würde ich einfach mal sagen, jumpen wir mal direkt rein ins Video. Aber kurz nachdem ihr meinen Creator-Code im Gingchat-Shop eingegeben habt, Meta-8, einfach mal gönn Leute auf Ehrenbruder-Basis und natürlich auch ein Abo da lassen, um in der Zukunft nichts mehr zu verpassen rund um Fortnite. Jetzt schauen wir mal direkt rein ins Video und dann würde ich jetzt mal sagen, viel Spaß. Ja Leute, ihr habt es richtig gehört, Epic Games kooperiert schon wieder mit einer Firma und zwar ist es jetzt tatsächlich gar keine direkte Firma, denke ich zumindest. Es ist Jordan. Ja, Jordan, Leute, ihr denkt euch jetzt, Bruder, was geht mit dir? Aber die Firma Jordan, ihr kennt diese Jordan-Schuhe, ihr kennt sonst was. Und eigentlich ist es ja die Firma von Michael Jordan, soweit ich weiß. Und Epic Games will jetzt mit den Jordans kooperieren. Und Epic Games, oder Fortnite besser gesagt, hat auch schon einige Emojis getwittert. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu sehen, denn es ist ein Basketball, Schuhe und einige Logos. Und das neue Logo ist ja auch schon erschienen in den Neuigkeiten in Fortnite in-game. Und zwar Fortnite x Jordan. Und da wird auf jeden Fall etwas passieren. Und zwar sogar schon morgen. Ja, tatsächlich morgen direkt schon. Denn Epic Games hat in den Neuigkeiten geschrieben, zumindest in-game, steht da, sei morgen mit dabei. Und dabei zu sein ist alles tatsächlich. Ich möchte auch gerne dabei sein, kann ich aber wirklich nicht, denn ich bin noch auf der Arbeit morgen. Ich hoffe einfach, dass ich das Ganze morgen Abend dann machen kann. Aber ich würde euch auf jeden Fall informieren, was das Ganze sein wird. Eure Meinung mal gerne in die Kommentare. Ich finde es tatsächlich in letzter Zeit sehr, sehr cool, dass Epic Games so oft Kooperation startet mit anderen Firmen. Und es ist einfach mega interessant. Viele von euch denken sich jetzt natürlich aber, ja okay, da kommt etwas mit Jordan. Aber es ist ja ein Basketballthema. Und ja Leute, da seid ihr schon direkt an der richtigen Adresse, denn ihr wisst es ja, wir hatten die Fußball-Skins. Die Fußball-Skins waren die absoluten Schwitzer-Skins, sind dann wieder in den Shop gekommen und jeder hat sich die Dinger gegönnt. Ja, Leute, NFL kam wieder in den Shop, hat sich auch wieder jeder gegönnt und jetzt ist es kein ja, spezieller Skin mehr. Und tatsächlich kommen die Basketball-Skins auch wieder in den Shop, wahrscheinlich sogar schon heute Abend. Und ich bin mega gespannt, ob die heute Abend noch kommen werden oder nicht. Wenn nicht, dann werden sie auf jeden Fall morgen kommen. Denn ja, Leute, sie müssen einfach kommen. Sie müssen einfach kommen, denn wenn Epic Games schon eine Kooperation mit Jordan startet, dann muss auf jeden Fall auch im neuen Shop einige Basketball-Skins sein. Es kann sogar so schon sein, dass Epic Games den Jordan sozusagen, Michael Jordan, ins Spiel mit reinbringt, als Basketball-Skin plus eine Spitzhacke mit so einem Jordan-Schuh. Digga, mit so einem Jordan-Schuh, das wäre einfach übelst heftig. Ich bin zwar kein riesen Basketball-Fan und um ehrlich zu sein, kenne ich mich auch eigentlich, ja, ich so 30% bei Basketball aus. Natürlich, die Grundregeln kennt man, aber so Basketball war ich noch nie ja, drin in dem Thema. Aber ich würde das so heftig finden, dass ich mir die definitiv kaufen würde, die Skins. Und Michael Jordan einfach so als Legende muss auch gekauft werden. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Denkt ihr, da wird auf jeden Fall ein Michael Jordan Skin kommen? Oder vielleicht eine Spitzhacke mit einem Jordan Schuh oben drauf? Das wäre übelst sick, würde ich sagen. Und ich würde mir sogar kaufen. Eure Meinung mal gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten, Leute, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr in Zukunft 15 Euro V-Bucks gewinnen möchtet, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, ein Like da lassen, in die Kommentare schreiben, warum ihr gerade gewinnen solltet. Und wenn ihr meinen Creator-Code im Gegenstand eingegeben habt, Meta-8, schickt das Ganze mir über Instagram. Meta8YT heiße ich dort. Und wenn ihr das gemacht habt, dann kommt ihr in einen Ordner, den ich auf jeden Fall die Tage wieder auslosen werde. Denn ihr habt noch bis Samstag Zeit. Dann würde ich einmal sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.